Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Assassin's Creed Valhalla. Wir stecken gerade in der finalen Mission über Lunda, glaube ich. Wir gehen jetzt hoch zu irgendwelchen Fernkampfeinheiten. Wir folgen ihm hier einfach. Dafür haben wir uns entschieden. Okay, moin. Versuch's doch nochmal. Nice Kampfanimation. So, komm, beeil dich. Ich möchte hier nicht den ganzen Tag noch warten. Kinder auch noch auf dem Schlachtfeld. Ja, damals wurde da nicht drauf geachtet. Ja gut, heute eigentlich auch noch nicht. In den meisten Ländern, wo Krieg herrscht, stehen die Kinder leider ziemlich weit vorne an der Front. Oh, das ist cool. Hallo. Moin. Okay. Geh verlassen. Ja, komm. Wir gehen weiter. Wo müssen wir hin? Ach, da. Ah, guck mal. Das sind anscheinend doch irgendwelche Kriegsgeräte. Die gab es schon auf dieser Seeschlacht. Die war echt auch ziemlich geil über das Gebiet. Lass uns diese Roten gegen den Kopf einsetzen. Ja. Okay. Dazu würde ich erstmal ihn hier vernichten. Weil Gleiches mit Gleichem bekämpfen und so. Ihr wisst Bescheid. Kann ich die auch aufverladen? Nein. Ich muss einfach besser zielen, habe ich so das Gefühl. Ja, komm. Schießen, zielen. Ja, ciao. Das kannst du vergessen. Was muss ich eigentlich machen? Ja, ich glaube, die kaputt gehen kann das Ding nicht, oder? Komm, ich versuche mal hier ihn da unten zu treffen. Ach, ich habe das Teil zerstört. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das wollte ich nicht. Ja, wo denn? Wo ist denn das Teil? Wo kommen denn die Pfeile her? Ja. Oh, ich krieg ja wirklich Schaden. Nein, ich wollte die Fässer hier treffen. Hihi. Nein. Komm, jetzt, ja. Wow, du lebst auch noch. Dass das keinen Unterschied macht, ob ich die auf den Kopf treffe oder nicht. Bei den Dingern wundert mich so ein bisschen. Mache ich hier eigentlich alles richtig? Ich sehe nicht viel mehr. Okay, wir können hier noch. Ich würde sagen, das reicht. Au, ey, wieso kommen da immer neue? Muss ich die hier bekämpfen oder wen muss ich bekämpfen? Also ich sollte mal heilen. Moin. Kann ich das so abblocken? interessanter Versuch. Ich kann euch wirklich nicht sagen, was meine Mission gerade ist. So, und warum kannst du eigentlich einmal Brandpfeile und einmal nicht? Das kann doch nicht... Er greift von der Thames aus an. Ja. Ja, was ist denn meine Aufgabe? Muss ich ihn hier... Er greift von der Thames aus an. Moin. Ja. Achtung, Pfeile! Ja, mach du mal. Guck mal kurz. Was sagt denn mein Quest? Ach, da hinten. Okay. Wenn da hinten mein Quest sie liegt, weiß ich nur gar nicht, wie ich da hinkomme. Ich würde sagen, finde und töte den Kompass. Achso, okay, gut. Ich dachte, wir müssen hier mit, aber ich glaube, wir dürfen auch einfach so über die Schiffe. Moin. Servus. Leite. Gemeinsam. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Oh, shit. Die freuen sich nicht, dass ich komme. Wieso denn nicht? Leute, ich bin doch eine tolle Unterhaltungsquelle. Aua. Jetzt fehlt mir die Heilungsmöglichkeit. Moment. Oh, das bringt gar nichts. Das bringt auch nichts. Moin. So.
Hier ist er anscheinend. Okay, hier ist Kompass. Hier ist Kompass. Das ist also der Kompass. Groß genug, um durch den Ozean zu warten. Ich ertränke und verbrenne jeden Mann, jede Frau, jedes Kind. Mhm. Los und Erkes Schoßhündchen. Wegen dir musste ich aus dem Frankenreich herkommen. Oh, du hättest gar nicht herkommen. Es wäre auch besser für dich, wenn du gar nicht hergekommen wärst. Deswegen erstmal ein großer Schlag. Entschuldigung? Wow. Das war dumm. Einen Finger, um seinem Herrn beizustehen. Hi. Ich hab sogar zwei. Für dich. Au. Komm her. Komm doch mal her. Hier habe ich was für dich. Ja. Mach doch mal. Also irgendwie der Bosskampf ist lame. Es spielt ja aber auch noch nicht immer eine besondere Musik. Daher, ja. Au, nein, das, au. So, mach mal. Ciao. Ja, war kein spektakulärer Tod. Aber Tod, warum konnte... Hä, kann ich mein Schild irgendwie? So, ah ja, ich kann mein Schild mit Q halten. Okay, Tod bestätigen. Zu Asche verbrennen, was man nicht besitzen kann. So führen sich nicht mal Kinder auf. Zur Hölle mit Lunden. Udikat hat gut daran, es niederzubrennen. Ein Scheißhaus aus Stein und Mörtel. Nur in Flammen strahlt es hell und schön. Wirst du nun über diese Asche herrschen und das Volk deiner Willkür unterjochen? Du verfügst wahrhaftig über Macht. Macht, die du dir verdient hast. Meine Arbeit in Lunden ist getan. Das reicht mir. Lunden war nicht mehr als ein Anfang. Mein Orden reicht weiter, als eure kleinen Schiffchen euch tragen können. Vergiss das nie, Trück, mein alter Freund. Ein Mann auf See mag Gold und Ruhm haben. Doch er ist immer ein Sklave der Gezeiten. Wir sind diese Gezeiten. Wenn du meinst. Huch, warum ist da ein schwarzer Balken? Was ist denn da passiert? Ich glaube, das ist ein Bug. Ja. Und Mitglied tot. Jetzt sprechen wir wieder mit den Verbündeten von uns. Also wenn es das schon war, muss ich sagen, war das eine der schnelleren Quests irgendwie. Ich glaube, wir haben die in drei Parts. Jede Mission in einem Part wahrscheinlich so ein bisschen abgearbeitet. Entweder waren wir echt gut oder es war echt kurz. Wir ergeben uns! Bitte! Aufhören! Aufhören! Einmal mal sabotieren, was passiert dann? Wenn ich jetzt... Ah ne, ich würde gern drei... Ja, und damit willkommen zurück. Für euch sind jetzt nur wenige Sekunden vergangen, für mich sind über 5 Tage vergangen. Ganz kurz, was ist passiert? Das Spiel ist gecrashed und ja, da ich an dem Tag eh eigentlich nicht noch eine weitere Folge aufnehmen wollte, sondern ich eigentlich musste, weil das Spiel nicht speichern konnte, als wir den letzten Part beendet haben, habe ich dann an der Stelle gedacht, gut, wenn ich es nachspielen muss, dann mache ich sowieso eine Pause und spiele es danach. Aber es hat da hinten gespeichert beim Bosskampf, ja. Für euch geht es jetzt ganz normal weiter, für mich sind einfach 5 Tage später, damit die Folge hier einfach noch weiter aufgenommen wird, mache ich mich da jetzt dran. Hallöchen, wir haben gewonnen. Weißt du ja, dir haben wir unser Glück zu verdanken, Dränger. Ja, kann man so sagen. Wie sehe ich aus? Halb betrunken und halb verbrannt? Weder noch. Und das Blut auf deiner Klinge steht dir gut. Der Kompass ist tot. Lunden gehört euch. Rast es ab oder baut es auf? Wir bauen auf. Wir verstärken die Mauern, führen Familien zusammen und diesmal nehmen wir weniger Holz und mehr Stein. Nicht jetzt, Erke. Ich brauche einen Moment, um zu beten. Den nehmen wir uns gemeinsam. Bis wir uns wiedersehen, hoffe ich.
Ihr steht mir auch bei, wenn ich euch rufen lasse. Du kamst nach London auf der Suche nach einem Freund, Eivor. Gefunden hast du zwei. Eiburger, das hast du dir verdient. Ein Silberring für deinen Ratensitz. Trück hat ihn mir einst geschenkt. Ich denke, du hast es dir verdient, ihn zu tragen. Ich bin gerührt, Erke. Ich trage ihn mit Stolz. Vielen Dank. Und baut ihr mal schön euer Dorf wieder auf. Eigentlich eine echt schöne Siedlung. Ja, da ist der Angriff jetzt vorbei und die Quest auch. Die Zerstörung des Kompass, Quest abgeschlossen. Ich muss tatsächlich sagen, irgendwie ging die Questreihe sehr, sehr schnell. Ich hatte ja jetzt noch mal ein bisschen Zeit, einfach auch drüber nachzudenken. Mich zurück zur Randvieh. Ich bringe ihr ja, die freut sich sicherlich. Aktuell ist die Folge raus, in der wir uns mit Randvieh getroffen haben auf dem Turm. Das ist auch interessant, damit ihr mal wisst, wo wir gerade mit den Folgen stehen. Aber ja, dann kehren wir mal zurück zu ihr. Wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr jetzt alles, was wir gemacht haben, aber zum Glück ist die Questreihe ja jetzt rum, weil nach 5 Tagen, glaube ich, vergisst jeder mal so die ein, zwei Dinge, die mal im Spiel passiert sind. Ich hoffe, es geht zumindest nicht nur mir so. Aber für den restlichen Part einfach, da circa 10 Minuten ja aufgenommen waren, also für die verbleibenden 20 Minuten, habe ich einfach mir vorgenommen, noch ein paar Nebenquests zu machen. Schließlich haben wir schon einen guten Kampf hinter uns gehabt. Ich sollte mit Heitam die nächsten Ziele besprechen. Was, mit Heitam? Ich dachte mit Randvieh. Find's echt schade. Verschenktes Potenzial. Ich hätte gerne den Hund gestreichelt. Liebes Uplay-Team. Ubisoft-Team. Uplay, wahrscheinlich. Uplay war der Launcher. Liebes Ubisoft-Team, baut das doch gerne noch ein. Ich würde mich freuen. Ich denke, einige andere auch. Oder ich denke nur für mich. Das kann natürlich auch sein. Ich eigennütziger Wikinger. Nee, keine Ahnung. So, ja. Ich glaube, unsere Siedlung wird jetzt verbessert. Ist frei vom Orden. Gut, Heitam wird zufrieden sein. Ach, der war das, stimmt. Das war der von der Bruderschaft. Bündnis geschlossen, Lunden. Und damit steigen wir wirklich auf in der Siedlung. Stufe 4, Ortschaft. Neue Gelegenheit. Karis Haus. Interessant. Wer ist Kari? Mal gucken. Haben wir Sachen zum Bauen? Das sehen wir doch hier mit. Karis Haus hier hinten. Nein, leider nicht. Dann, gut. Ich würde sagen, die Hauptquest führen wir dann im nächsten Part weiter. Ich glaube, hier haben wir versucht dran zu kommen. Gell? Da war doch irgendwas. Welche Nebenquest wollen wir denn machen? Wie wäre es denn mit... Was ist das? Das ist wieder so ein... Warum gibt es hier eigentlich keinen Schnellreisepunkt? Das habe ich noch nie verstanden. Wir könnten jetzt hier... Wobei, komm, wir nehmen die hier mal mit. Wir teleportieren uns hier hin und machen die Quest. Und wenn dann noch Zeit ist, machen wir die untere Quest. Oder wir versuchen mal, diesen Ritter da zu besiegen. Ich weiß nicht, wie stark die jetzt endgültig sind. Aber ja, gucken wir mal. Ja, Heitam, mit dem reden wir auch noch. Ach, guck mal, da ist er schon. Aber das machen wir nicht jetzt. Weil ich möchte nicht, falls der zu stark ist. Können wir den mit dem Pfeil anvisieren? Frag für einen Freund. Ah, vielleicht. Aber ich bin anscheinend so inkompetent dafür. Das, ja, ist leider öfters ein Problem. Nein, natürlich nicht. Voll hopp darauf, aufs Pferd. Weiter. Warum können wir uns ducken auf dem Pferd? Ah. Was? Ach so, wir. Ah, okay. Ich glaube, damit können wir dann. Nee, wir können aus. Keine Ahnung. Vielleicht, dass wir runterspringen. Aber was gibt es denn hier zu machen? Das sieht irgendwie. Oh, 2 Kinder. Großvaters Schelle ist wie keine andere. Nur eine reicht aus. Seine Faust ist der ruhmreiche Narrenklatscher. Voll riesiger Namen und getrocknetem Blut. Was machen die? Eines Tages werde ich so stark sein wie Großvater.
Dann schlage ich Ochsen die Köpfe ab. Er beschützt uns mit seiner... Na gut, wir reden mal mit denen. Oh, so eine gute Schelle. Kinder, was ist diese Schelle, von der ihr sprecht? Unser Großvater verteilt sie. Sei vorsichtig, wenn du keine willst. Ich bin sicher, dass ich ihr widerstehen kann. Viele Hasenfüße sagten dasselbe. Er braucht nur eine Faust, eine Schelle, boom! Wie ein Wolf, der mit seinen Knöcheln heult. Tja, jetzt bin ich wirklich neugierig. Ha, gut. Das Schicksal klopft an deine Tür. Großvater, hier will jemand eine ordentliche Schelle. Hallo. Ja, ich bin überwältigend stark, über alle Maßen. Doch es ist nicht der Rede wert. Bist du ein Dränger, dann sollten wir Kriegsgeschichten und Weisheiten über einen Becher Met am Herdfeuer teilen. Du suchst Weisheit? Werde kein Held wie ich. Diese Schelle ist wie ein Fluch, der auf mir lastet. Die Kinder haben meine Neugier geweckt. Dein bescheidenes Auftreten umso mehr. Ja, ich bitte dich. Das muss nicht dazu führen, worauf du wahrscheinlich hinaus willst. Tja, du ziehst besser weiter, wenn du nicht eine Fausthöhle als Gesicht haben willst. Kinder, hört auf, so zu reden. Ich will sie nicht einsetzen. Wollen wir? Ich denke mal, dass es so, wir dürfen nicht einmal getroffen werden, weil es sonst immer K.O. Ich werde die Schelle gerne sehen. Ich wünsche wirklich, diese Schelle zu sehen und sie mit meinen bescheidenen Fäusten zu besiegen. Ach, das wird keinem von uns Freude bereiten, fürchte ich. Oh, doch. Steh mir bei, Herr. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Dein hey, warum kannst du ausweichen? Oh, der macht... Schön, wie versprochen. Ein einfacher Sieg für mich und meine Schelle. Ja, dachte ich mir, wir dürfen einmal getroffen werden. Warum, Gott? Komm ja? Zurück, wenn du eine weitere Kostprobe meiner endlosen Siege willst. Ich nehme erstmal was zu heilen mit. Gib mal her. So, hier ist noch was. Meine Stärke nicht. Bitte. So, komm doch mal her. Hallo, ich bin zurück. Jo. Ich verstehe. Dürfen wir blocken? Ja. Oder müssen wir ausweichen? Deine Zeit ist um. Ach, ich bin müde. Oh ja, das dürfen wir, okay. Oh. Das hat gut funktioniert. Nie zuvor wurde ich besiegt. Ich bin erstaunt, verwirrt. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Du hast meiner Schelle widerstanden. Dafür teile ich meinen Schatz mit dir, den mir meine Schelle über die Jahre eingebracht hat. Lohn für eingeschlagene Schädel. Ach, ich mega. Ich habe mich von meinem Vermächtnis befreit. Kann ich endlich ein gewöhnliches Leben führen. Dem Himmel sei Dank. Wie glücklich er ist. Versprach. Seine Schelle bescherte ihm ein Meer an Reichtümern. Was haben wir denn jetzt? Weltereignis abgeschlossen. Der Scheller. Die Kinder haben eine Sammlung derer, die eine Schelle bekamen. Eilig geschriebene Liste gescheiterter Krieger. Von Kindern gekritzelt. Ivar der Knochenlose. Keine Chance. Halfdan Ragnarsson. Ein Schlag und er flog zurück nach Eovorvixir. Zurück der Paladin. Ihr Auge wurde umgestaltet. Leofried, sein Kiefer zerbrach wie ein Zweig. Soma war nicht bereit für den Faustkuss. Oh, Soma auch. Lol. Das Testament von Werefried dem Scheller. Grüße an den Aldermann Wiegmund und die Edelsleut des Giers. Ich, Werefried, ererbe meinen zwei geborenen Kindern den Besitz all meines Landes, welches unter Gottes Herrschaft hier in Granter Brücksgier mir gehört. Dieses Schreiben bestätigt, dass ich all dieses Land aus meinen fähigen Hand in die fähigen Hände meines zweitgeborenen Kindes übergeben werde. Mit den Worten, ein langes Leben wünsche ich dir, sowie großen Ruhm. Ich gehe in Frieden von dir, Werfried. Warum hat er hier sein Testament liegen? Und die machen weiter. Ja gut, das war doch eigentlich eine schnelle Quest. Ist aber... Was haben wir denn hier? Was ist das? Es sieht aus wie ein Friedhof. Dann gehen wir dahin. Ich wollte zwar jetzt zu der anderen Quest in dem Gebiet, wo Soma herrscht. Also in der Stadt, wo Soma herrscht. Ich habe den Namen vergessen. Aber dann gehen wir dahin. Komm, Pferd. Beeil dich mal. Ich muss echt sagen, die Wolken sind sehr schön auch. Schön Spiel. Ist
sehr, sehr farbenfroh. Nicht ganz so wie Odyssey, aber hat was. Gefällt mir. Und jetzt habe ich vor kurzem erst die letzte Staffel von Vikings gesehen. Und daher bin ich mittendrin noch in dem Wikinger-Thema. Passt halt sehr, sehr gut. Also falls ihr Vikings noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Ach, da oben waren wir. Guck mal. Da haben wir mit, ich weiß nicht, wer von den dreien es war, das Dorf befreit. Ich glaube, es war sogar die Frau. Lord und Lady. Ich hab den, die wo in Soma verknallt war. Warte mal, hä? Okay, hier ist was. Siehst du? Oh. Ist das so ein Puzzlespiel? Lesen. Ich muss die Wuffingers davon unterrichten, dass ihr unter ihnen lebt. Durch die Spuren der Nephilim, der riesigen Krieger, die in alten Zeiten für den Herrn kämpfen. Sie haben uns seine Gegenwart auf Erden hinterlassen, damit wir sein Licht empfangen können. Das Licht der Engel, das aller Welt eingegossen wurde. Ich spüre seine Macht. Er bedeutet mir seine Liebe und beruhigt mich. Ich erwidere sie mit meinem Glauben, meiner Frömmigkeit und werde eine seiner Stimmen. Nein von Kluin Ferta. Okay, also hier haben wir ein Symbol wieder. Hier nicht, glaube ich. Ist das so dieser Ausguckfels? Ah, der Baum wahrscheinlich. Vom Baume aus, da gucke ich runter. Keine Ahnung. Lord und Lady. Oh, welch seltsame Kräfte wirken hier. Ihr musstet einfach nur die Kamera zentrieren, keine Sorge. Oh, dafür kriegen wir einen Fähigkeitspunkt. Ui, schön. Cool. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Na gut. Dann, okay, cool, auf einmal diese blauen Dinger weg. Dann, wir könnten jetzt hier dieses Lager überfallen. Was haben wir denn hier? Raubzug 160, das sind wir noch nicht. Hier hätten wir 90. Was sind wir eigentlich? Wir sind 73, aber wir können verbessern. Wie wäre es, was wollte ich denn? Leichter Kombo-Bogenangriff, gell? Sieht sehr danach aus, als wollte ich das. Was haben wir hier? Beidhändig schwer, nö. Das ist nur komische Abtrennung. Sprintschlag. Das sieht auch cool aus. Nehmen wir mit. Oh, nochmal ein großer Baum. Uiuiui. So, was haben wir hier? Schlachtfeldeinäscherung. Ja, das ist auch was. Aber machen wir erstmal das andere. Gut, dann. Wir kommen ja gut voran. Dann nehmen wir die Quest einfach noch mit. So. Generell weiß ich natürlich, dass ich aktuell sehr wenig diese Nebenquests mache. Nicht, weil sie mir nicht gefallen, sondern sie bieten nicht wirklich einen Mehrwert in meinen Augen. Also klar, das mit dem... es sind lustige Geschichten, wie beispielsweise mit diesem Schlagen da eben gerade. Aber bietet es einen Mehrwert für dieses... für die Geschichte? I don't know. Könnt ihr ja gerne mal eure Meinung dazu da lassen. Aber ich bin da eher zwiegespalten. Gerste. Ich baute den Speicher und sorge für den Verkauf. Oh, zwei streitende Nachbarn. All die Gerste verrockt. Speik eine Jauche. Wir wissen beide, dass du neidisch bist. Du benutzt den Speicher, um den Gewinn zu horten. Die Gerste in diesem Speicher wurde mit meinem Schweiß und Blut gewässert. Ja, und du bekommst deinen Anteil Silber, wenn ich sie verkaufe. Aber du behältst den Großteil. Du teilst fünf Teile für dich, einen für mich. Ich habe es mir verdient. Der Verkauf kam nur durch mich zustande. Ich kümmere mich um die Steuern. Ich habe endlos verhandelt. Du da, Däne. Wer verdient mehr? Der die Gerste anbaut oder der sie letztlich verkauft? Es sollte gleichmäßig verteilt werden. Wer auch immer sich den Rücken bricht, verdient mehr. Der, der den Handel erzielt, verdient einen größeren Anteil. Ich kümmere mich nicht. Also generell... ist ja auch so ein bisschen in der Diskussion beispielsweise bei
den aktuellen Bauern oder sagt man auch Bauern bei der Tierzucht generell, beispielsweise beim Milchanbau, was da bei den Erzeugern tatsächlich bleibt, ist ja ziemlich wenig. Ich würde sagen, da ich verstehen kann, dass jeder was möchte vom Kuchen, dass es gleichmäßig verteilt werden sollte. Beziehungsweise halt auch nach dem, dass erstmal die Anschaffungskosten generell gedeckt sind und davon die Hälfte dann. Darum, ich weiß jetzt nicht, aber ich würde sagen, einfach um auch den Streit zu schlichten, es sollte gleichermaßen verteilt werden. Das Silber sollte gleichmäßig verteilt werden. Was soll mich dazu bewegen, all diese Geschäfte abzuschließen? Mein endloser Einsatz? Die Papiere? Er könnte nicht mal sein Augenlicht verkaufen. Ohne mich gäbe es die Gerste nicht einmal. Mein Stimmt. Gerste ist über Haben beide gute Argumente. Serbi Suff! Meine Seele steckt in jedem Krug. Das Verhältnis dieser Brüder ist angespannt. Alles, was irgendeinen Wert hat. In einer Stunde ja. Achso, ich soll jetzt mit beiden rüber. Ja, bleib mal da. Du. Ach, du armer Arbeiter. Ohne meinen Witz müssten wir Arschlässer verscheuchen. Wegen mir kennt man uns in ganz Mercia. Ja, möchtest du jetzt reden? Ach, du armer Arbeiter. Möchtest du hier? Nö. Müssten wir Arschlässer verscheuchen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Sollen wir das abbrennen? Hier ist... Ja. Sprich, mit Half. Glaub, ich verstehe nicht. Ich kann das jetzt abbrennen, aber das wäre... Das wäre ja jetzt, das Letzte, was wirklich hilft. Hallo. Grüße, guter Bauer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so wütend. Beruhig dich einfach. Atme tief durch, trink etwas Ale und genieß die Früchte deiner Arbeit. Kein Silber ist eine zerbrochene Freundschaft wert. Ich fürchte, das ist unmöglich. Wenn mein Blut kocht, muss die Welt es erfahren. In meiner Heimat gibt es nur eine ehrbare Lösung. Ein Zweikampf. Du hast recht. Scheiß auf ihn. Ich dresche auf ihn ein. Zeig ihm, wozu Bauernhände gut sind. Pisser. Bitte fordere ihn fair heraus. Nicht, dass der jetzt einfach ankommt von hinten. Zack, eine drüber. Komm raus und kämpfe! Du glaubst, ich stehle dir deinen Gewinn? Du stiehlst mir die Würde! Wenn ich mit Fäusten sprechen muss, werde ich das tun. Oh je, Mini. Ja. Gott, verleih mir Stärke! Jetzt zieh mal die Verkleidung an. Was sagen die denn dazu? Was ist aus uns geworden? Wie die Tiere. Stimmt. Sie zanken sich ständig. Ich erinnere mich, wie die Gerste uns einst Freude brachte. Wir priesen sie, rochen an ihr, rieben sie uns auf die Bäuche. Ich wünschte, unsere Eltern würden sie... Warte mal, die Stimme passt aber gar nicht dazu. Bevor es den Speicher gab, als wir alle die Gerste teilten. Es ist doch albern zu streiten, wer mehr bekommt. Wir haben genug. Ach, dann machen wir es so. Vergessen haben, warum sie überhaupt bellen. Also so wollte ich es... Das nimmt etwas Zeit. Es gibt keinen anderen Weg. Huch. Meine Güte. So, das wollte ich aber auch nicht. Ich rieche, wie sie verbrennt. Oh Gott. Kinder, war eure Familie schon immer so streitsüchtig? Ja, schon. Aber hoffentlich ändert sich das jetzt. Auch wenn der Weg dorthin recht drastisch war. Danke. Ja, gerne irgendwie. Es stimmt, dass wir einst glücklich waren. Es ist besser so. Unsere Väter würden sonst streiten.
Okay. Das ist eine komische Quest mit komischem Ausgang, würde ich sagen. Zwei Häuser brennen, die haben ihren Verdienst verloren und sind jetzt glücklicher als davor. Ich weiß ja auch nicht. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bei euch war der Cut jetzt nicht so schlimm. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge schon wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.